Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal Hotel Renovator an. Das Spiel ist vor 2-3 Tagen auf Steam erschienen und es sollte relativ High Quality sein für das, was man es mit anderen vergleichen kann, sag's mal so. Es geht darum, wir müssen ein Hotel aufbauen, dieses aber auch renovieren. Es ist, glaube ich, in sehr schlechtem Zustand. Man kann es hier vielleicht schon ein bisschen erkennen. Es hat, glaube ich, auch ein paar Story-Elemente und ich glaube, wir springen da gleich mal rein. Wähle deine Hilfskraft. Ich habe noch nicht reingespielt, weiß selbst noch nichts. Wir haben hier Sandra, dann haben wir Max, wir haben Yumiko und wir haben BB101. Aha. Ja, keine Ahnung, wen ich dann hier nehmen soll. Komm, wir nehmen Sandra, was es auch soll. Die Auswahl ist jetzt nicht so wirklich riesig. Oh, da beginnt es schon mit einem Trailer sogar. Ja, da schauen wir doch mal rein. Okay, so viel haben wir jetzt da auch wieder nicht gesehen. Hätten wir auch skippen können, wenn ich ehrlich bin. Aber da, jetzt haben wir ja schon reingeschaut. Da sind wir nun im Hotel. Und ja, da sieht es ja richtig gut aus. Da würde ich gleich die Nacht über verbringen. Oh, da haben wir einen Huhn. Komm her. F. Das Huhn zum Fenster rauswerfen. Da hinten, oder was? Aha. Ja, frei in die Welt hinaus. Das muss passen. Die ist mir ein bisschen leise, hab sie lauter gestellt. Das Hotel ist in keinem guten Zustand. Es muss dringend renoviert werden. Ja, jetzt sehe ich es leider nicht mehr, aber wir müssen irgendeinen Raum fertig machen. Und das Zimmer 101. 105, 7. Ja, dann ist es genau auf der anderen Seite. Hier, was markiert ist. Der läuft ja, der Charakter läuft ja richtig schnell. So, einmal Tür öffnen. Und natürlich wird in diesem Spiel auch wieder ein bisschen Geld verdient mit Dingen, die man noch verkaufen kann. Da kann ich einmal die Maus halten. Okay, und dann können wir hier die Brechstange nutzen. Da können wir das Tool wählen und dann alles mal zerschlagen, so wie es aussieht. Also einfach mal so. Sehr schön. Ja, da muss man schon nichts raustransportieren, wenn schon alles hier zerstört wird. Und da, da zerstört man auch die, ja, die Tapete und so. Kommt auch alles weg mit dem. Ah ja, ich denke, den da könnten wir vielleicht noch verkaufen. Mal weg. Das war linke Maustaste, richtig. Ja, hat noch ein bisschen Geld gegeben. Ich weiß nicht, ob sowas... Ja, der hat 25 Wert. Ah ja, wenn ich... Nee, das natürlich nicht. So. Ja, es steht unten Müll oder es würde stehen, wenn da was noch ein bisschen was wert hat. Aber ihr seht viel. Da ist alles Müll, was noch da ist. Der ganze Rest. Gut. Und ja, da haben wir einen Tracker auf der Seite, den wir da erreichen würden. Ich würde sagen, wir machen auch dieses Let's Play natürlich wieder wie gewohnt. Das heißt, ich spiele vor und ihr seht nur die Highlights daraus. Oder das Interessanteste. Und das machen wir natürlich auch hier. Deshalb, ich räume da mal auf. Ich glaube, ah ja, genau. Das habe ich schon im Trailer gesehen. Man kann die Maus halten. Und dann kann man deutlich mehr auf einmal am Boden zerstören. Weil der ganze Boden muss auch raus, wie die ganze Wand. Ja, natürlich umfasst das nicht nur den Raum, der sehr cool aussieht jetzt, wenn alles weg ist, sondern auch das Badezimmer. Und da fehlt mir noch der Boden. Es geht auch gar nicht mal so lange, das Ganze zu machen. So, jetzt haben wir einiges aufzuräumen, denn wir müssen den Schutt hier wegbringen. Und ich nehme mal an, genau, wir haben jetzt hier so einen Besen. Ah, der kann dasselbe. Der hat auch einen gewissen Radius, wo der hier alles wegmacht. Ja, entsteht natürlich sehr viel Müll und Staub, wenn man da die Wände, die Böden, sowie auch die Decke rausreißt. Aber wie gesagt, die Textur dahinter sieht extrem cool aus. Und was man auch sagen muss, oben rechts steht immer, was man, wie viel Prozent man geschafft hat. Und man muss jetzt auch nicht 100 erreichen. Jetzt müssen wir den Boden und die Wände wieder neu gestalten. Dafür haben wir ein Werkzeug,
wo wir das dann auswählen können und neu streichen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Wand. Also hier Wände. Dann können wir hier Keramik, Tapete oder Anstrich wählen. Ich würde mal Anstrich einfach mal nehmen. Und dann kann ich es mir, glaube ich, auch anzeigen lassen. Sind das dann auch so Farbmuster? Ja, genau. Wo man dann noch speziell umschalten kann da drin. Lass uns doch das mal nehmen. Ah. Wie funktioniert der denn? Ah, ich muss da einmal einfach so gedrückt halten. Dann streicht er da hoch und runter. Und jeder Anstrich kostet ein bisschen was. Darf man nicht vergessen. So. Ja, sieht schon mal sehr clean aus. Wie gesagt, ich bin kein Design-Experte und wir werden hier nicht die besten Designs sehen, die es in diesem Spiel gibt. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, es wurde einem erleichtert. Wenn ich jetzt hier eine ähnliche Farbe nehme, dann passt die bestens dazu. Nur ist die Frage, passt das dann doch so auch zusammen? Das ist natürlich das andere. Wie sie auch da den Stift in der Hand hat. Oder er. Ich weiß nicht. Nee, es ist glaube ich sie auch, die wir spielen. So, einmal hoch und runter. Ich habe das Spiel mal kurz angespielt gehabt. Sie waren mal bei einer Steam Next Demo dabei. Das habe ich aber dazu kein Video gemacht. Ich kenne es ein bisschen. Jetzt aber auch nicht speziell stark. Und da war noch nicht so viel drin. Gut. Und die Fensterfront sollten wir eigentlich in derselben Farbe machen. Da oben war auch komisch. Ah, geht das auch so? Ah, kann ich das auch so machen? Ja, dann wird alles der Reihe nach gemacht. Okay. Ja, dann. Aber ich kann jetzt hier nicht die Seiten machen. Die muss ich da speziell. Oder da könnten wir auch was anderes machen, eigentlich. Sowas. Das sieht jetzt schon ein bisschen komisch aus, aber naja. Was hier sowieso komisch ist, hier ist so ein Loch drin. Keine Ahnung, was das soll in der Decke. Muss fast ein Spielfehler sein oder so, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sein soll irgendwie. Naja, okay. Und jetzt haben wir hier drüben noch eine Wand. Eigentlich das erste ist... Das erste könnten wir auch hier noch durchziehen. Ah, deshalb zählt da auch das Geld hoch und runter. Je mehr man da gemacht hat. So. Hier um die Tür rum. Sehr gut. Da auch. Gut. Dann ist hier drüben vielleicht noch eine hellere Farbe. Es geht ja auch darum, eine Demo zu machen. Und ich sage euch ehrlich, ihr müsst es natürlich selbst spielen, um das Ganze so zu machen, wie ihr das möchtet. Ich möchte auch einfach ein bisschen verschiedene Farbtypen austesten. Und was das Game eben interessanterweise macht, dass es ein bisschen die Farben vorschlägt, die auch zueinander passen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man sie einfach so, wie ich jetzt hier anordnen kann, und das dann geht. Aber es sieht jetzt nicht komplett blöd aus, sagen wir es so. Und dann sollten die Wände hier eigentlich mal gemacht sein. Da gehen wir einmal... Ah, Boden gibt es nur. Decke gibt es noch nicht. Okay, was gibt's denn hier? Teppiche, Keramik, andere. Holzboden wäre schön. Gras. Alles, was wir haben, ist Gras. Vielleicht schalten wir das noch frei. Was gibt's denn an Teppichen? Da gibt's ganz vieles. Die Auswahl im Spiel ist, ja, das kann man gar nicht mehr viel dazu sagen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wo man den Teppich verwenden würde. Er ist jetzt wirklich nicht speziell schön. Gut. Und hier dann, also wir bleiben jetzt mal bei Teppich. Weil Gras möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Keramik würde ich dann im Badezimmer verwenden. Und hier wählen wir doch mal was Exotisches. Zum Glück können wir danach auch die Möbel draufstellen. Dann wird das nicht ganz so schlecht aussehen. Kann man es ein bisschen verstecken. Den Müll habe ich noch weggebracht. Leider hat es jetzt hier unseren Boden wieder kaputt gemacht. Aber der letztgewählte bleibt gespeichert. Das ist schön. Sehr gut. Ja, und jetzt gehen wir mal hier noch rein. So, da würden wir am Boden Keramik wählen. Und auch da ist die Auswahl ja riesig. Ja, es muss nicht unbedingt... Also wie viele Farben? Das Spiel ist unglaublich. Komm, lass uns was... Nee, das kann ich nicht wählen. Sieht Katastrophe aus danach. Ich sehe nichts. Also am Anfang waren ein paar Weißtöne, aber... Ja gut, komm. Machen wir es mal so. Das ist interessant gemacht, der Wählmodus. Es ist schade, dass ein bisschen das Handwerkliche vermissen lässt. Es ist eher ein Malen. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Wände...
Was ist bei anderen hier? Auch Gras. Keramik. So, sind aber da dann dieselben. So, wir machen da mal so ein Weiß. Sieht das so aus? Es ist noch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil gefühlt sehen die unten ein bisschen anders aus, als es danach aussieht. Ist ein bisschen beruhigend zu sehen, wie das da so gestrichen wird. Schon so. Gut. Das heißt, wir sollen es jetzt einrichten mit Betten, Stühlen, Tischen, alles, was ein bisschen da rein soll. Und jetzt wird sie uns bestimmt gleich sagen, wie wir das machen. Ah, jetzt haben wir hier was Neues bekommen. Möbel. Betten würde ich als erstes mal reingehen. Okay, hier geht's noch mit Auswahl. Ich würde mal das wählen. Dann drehen wir doch das mal hier. Einmal so ein bisschen rum. Es ist auch an der Wand. Packt es da schön dran. Was ist das? Packen wir doch das hier rein. Und ich kann, glaube ich, Space hitten, genau. Und dann können wir da Farben bestimmen. Und wir können dann auch noch... Also oben wählt man das Muster und unten wählt man die Farbe. Es ist unglaublich. So, und Space wieder zum... Ah, dann habe ich aber ein neues. Kann ich das nicht bearbeiten? Nee, kann ich nicht. Okay, dann ist es halt so. Gut, ein Bett haben wir schon mal. Dann Schränken. Da wird sowas gehen. Und muss ich jetzt... Ah ja, genau. Jetzt wählen wir das einmal, dann Tab für unten. Und dann kann ich zum Beispiel das auch... in so einem Look wählen. Einmal hier hin und einmal dahin. Ihr seht, es zeigt auch an, wenn es nicht okay ist. Gut. Tische. Ebenfalls einer. Vielleicht hier drüben. Ja, so ein kleiner Tisch wird da ja ausreichen. Ah. Ja gut, Farbe ist eigentlich schon okay. Wir haben ja schon ein bisschen das dunkle Motiv gewählt hier. Okay. Ja, rausgeflogen. Dann natürlich zwei Stühle dazu. Passt da auch wieder irgendwas gut dazu? Es geht Space. Dann gehen wir auf sowas. Würde ich sagen, so. Kann auch einmal drücken und dann dreht sich das um 90 Grad. Passt auch. Zwei Stühle dahin. Sehr schön. Dann ein Sofa braucht es. Da wird es auch diese Textur geben. Speichert der das auch immer wieder? Kann sehr gut sein. Nehmen wir auch mal. So, aber im helleren Ton. Die würde ich dann gleich hier hinten platzieren. Gut, dann ein Couchtisch. Da wird schon eng. Aber sowas passt eigentlich schon extrem gut rein. Ich glaube, der speichert schon, was wir da schon ausgewählt haben oder so. Ja, eigentlich passt das direkt so. Gut, dann Sessel. Also es passt hinten und vorne nicht zusammen, aber irgendwie, wenn es hier schon die Kombination gibt. Ja, ich habe dann doch fast alles selbst gleich gehalten. So, das einmal dahin. Und jetzt müssen da noch, es gäbe auch noch Teppiche, Vorhänge, Schränke. Da brauchen wir noch einen. Der ist eigentlich gar nicht schlecht, aber wir nehmen den natürlich. Irgendwie hat's was, muss ich schon sagen. Der sieht auch sehr cool aus. Oder noch so eine Sache da rein. Eher rot, das hätte ich gesagt. Machen wir den doch hier an die Wand. Weil rot korrespondiert ja wieder mit der Wand. Auch wenn jetzt nur ein bisschen, aber ja. Und dann hier Regale gibt es noch. Oh, die sind aber cool. Und noch andere Dinge. Also es hat da noch viel mehr, aber das schalten wir erst noch frei dann. Gibt es das auch in der Farbe? Natürlich. Einmal so. Ah, irgendwie meine neue Lieblingsholzart. So, eins würde ich hier platzieren. Und dann können wir auch zurück. Wir können ja noch ein zweites machen. Zum Beispiel das. Eher der Ton. So auf der Höhe. Auch wenn hier eher so ein, ja, ein Schirmständer oder so hinkommen müsste. Und jetzt geht es noch ins Badezimmer. Da machen wir dasselbe weiter. Wir brauchen eine Badewanne. Da gibt es doch auch ein bisschen Auswahl. Was ist denn das? So, ja, dann nehme ich mal die, komm. Und die kann man wahrscheinlich auch nicht jetzt so platzieren, weil die muss an der Wand sein. Also, zum Beispiel hier. So. Sonst hätte ich sie noch schöner machen können. Dann brauchen wir da... Wir brauchen keine Dusche, aber natürlich eine Kloschüssel. Gibt es da auch Customization? Ja, natürlich.
So, machen wir einmal so. Ganz düster. Dann Waschbecken. Hier so daneben. Also das ist das Thema mit dem dunklen Holz. Muss man schon mal festhalten. Einmal so dahin. Dann kommt da Badezimmer-Schränken. Wir können ja mal noch einen normalen, obwohl einen normalen Holzton passt hier schon fast nicht mehr rein, wenn ich ehrlich bin. Eher sowas. Gut, was brauchen wir da noch? Accessoires für Badezimmerwand. Da gibt es natürlich einen Hantelgriff, damit man da was aufhängen kann. So, und da gibt es einen Klopapierhalter. Die kann man nicht customizen, die sind so wie sie sind. Gut, und dann noch Badezimmer-Accessoire, eine Tasse, Desinfektionsflüssigkeit, Schaumbad. Hat das hier Platz? Ja, es hält, hat sogar so Physik. Okay, und da kommen wir schon noch zur Dekoration für das Zimmer. Was natürlich da auch noch hin soll, Terrasse. Ja, haben wir hier leider nicht. Ah, das ist hier vorne besonderes. Geisterfalle, Tiernäpfe. Studiolampe, E-Gitarre. Okay, da gibt es noch ein paar verrückte Dinge. Aber hier Sticker, nee, brauchen wir auch nicht. Party, auch nicht drauf. Technologie, auch nicht. Spiegel, auch nicht da. Deckenlampen, die aber. Das ist ja auch wieder was ganz Spezielles. Ja komm, platzieren wir das da mal. Kann ich übrigens... Die Decke, musste ich die nicht auch noch anmalen oder so? So, den hier vorne, der ist auch ganz toll. Oh, die kann man auch in den Farben. Die Farbe des Leuchtens kann man verstellen, okay. Dann Wandlampen. Da brauchen wir ebenfalls zwei. Da gibt es auch ganz viel Verrücktes. Sowas hätte ich gesagt, ganz klassisch. Man sieht leider nicht ganz, was markiert ist, aber ich denke, so sollte passen. Einmal hier, einmal da. Leselampe. Dann eine normale Lampe, ebenfalls zweimal. Hier sowas auf den Tisch, was da leuchtet. Eigentlich hätte ich eine andere Farbe wählen müssen, weil es sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Und hier... Ja, da... Das da hätte hier drin Platz. Aber schon in weiß. So, machen wir das mal so. Gut. Dann hat es hier Pflanzen. Das ist sehr schön. Boah, gibt auch eine gute Auswahl. Nehmen wir mal das da. Kann man auch noch den Topf kann man bearbeiten. Das Bearbeitungsmenü überzeugt wirklich. Also was man da alles kann, überrascht extrem. So, und dann gibt es hier Bilder. Sowas zum Beispiel. Da kann nichts bearbeiten. Das ist auch ein ganz exklusives Bild. Das machen wir hier hin. 450, das kostet ja sogar hier. Muss ein bisschen die günstiger nehmen. Das da zum Beispiel. Meeresgemälde, so. Einmal dahin. Wir müssen ja auch aufs Geld schauen eigentlich. So ist es ja nicht. Und da gibt es noch normale Dekorationen wie Bücher. Buchsammlungen. Kann ich die jetzt hier reinstellen? Nee, die haben hier nicht Platz. Die haben aber zum Beispiel hier Platz, nehme ich mal an. Ja, ein bisschen weit draußen. Hier unten eines drauf. Ah, da kann man es einfach so drauflegen. Hier zum Beispiel auf dem Tisch. Oder hier noch eins hinstellen. Ah ja. Und ich denke, der Raum ist fertig. Decke ist überbewertet. Ja, ich kann die Decke wirklich nicht bearbeiten. Das ist ganz komisch. Wir schließen es einfach mal ab. Gäste werden es nicht merken. Vorher, nachher hätten wir besser mal die Decke da gelassen. Aber es war, es stand, man soll sie abreißen. Also habe ich sie abgerissen. Gut, vorher, nachher. Ja, ist ganz klar was Besseres. Ich werde das Bild sogar kopieren, glaube ich. Ah, und ich kann hier noch andere Ecken vergleichen. Ja, ganz cool gemacht, ehrlich gesagt. Da läuft da jemand rum. Zimmer. So, Reservation freigeben. Hat sich der dieses Zimmer geholt, oder wie? $200 pro Tag. Buchungs-App auf dem Tablet öffnen. Wo finde ich denn das Tablet? Natürlich hier wahrscheinlich. Ja. Buchungen. Ja, und da haben wir ganz verschiedene Informationen. Einerseits oben ist unser Hotel. Wir können es, glaube ich, noch benennen. Und es hat einen Renovierungsfortschritt. Wir sehen rechts die Ein- und Ausgaben, die es hat. Und dann sind hier die Zimmer.
Und das hier ist jetzt zum Beispiel sauber. Aber immer wenn ein Gast da gewesen ist, kann es wieder schmutzig werden. Und da muss man sich drum kümmern. Sonst sind die Gäste nicht mehr zufrieden. Du kannst die Zeit schneller ablaufen lassen, indem du Plus drückst. Die Geschwindigkeit der Zeit wirkt sich auf die Sauberkeit und das Einkommen aus. Und jetzt sollen wir in die Lobby gehen. Ja, ist jetzt nicht unser Zimmer hier. Einmal zumachen. Ja, da haben wir noch schön zu tun. Ah, hier, zum Erdgeschoss. Ich hab Angst. Ruckelt irgendwie ein bisschen. Kann auch sein, dass es untertrennt ist, jede Etage. Oder es quasi wie ein neues Level ist, das es lädt. Okay. Ja, die Lobby ist natürlich sehr ansprechend, wenn man hier reinkommt. Und da haben wir einen Brief von unserem Opa. Liebe Enkel, willkommen in meinem Hotel. Ich hoffe, ihr verhelft ihm wieder zu seinem alten Glanz. Vielleicht erlebt ihr am Ende sogar eine ziemliche Überraschung und genießt dieses Abenteuer. Roy Bennett hat das geschrieben. Und wir haben somit, glaube ich, den ersten Stern erhalten. Genau, da kommt das Hotel-Rang-Increasing ran. Damit schalten wir neue Möbel frei. Alles mögliche, also noch mehr Einstellungsmöglichkeiten zu denen, den wir jetzt schon haben. Ah ja. Okay, ich gehe da mal hier auf Verstanden. Alles gut. Und das haben wir jetzt alles neu verfügbar. Brauchen wir noch einen Namen für unser Hotel? Ah, da hat er schon aufgemacht. Okay, Vorschau. Ich kann hier ein Bild wählen. Und es kommt nicht so drauf an, dass es so eine riesige... Da ist die Auswahl eher begrenzt. Wir nehmen mal das. Ja, komm, wir behalten es simpel. Das kommt bei mir nicht drauf an, wie es heißt. Kommt gar nicht drauf an, aber es steht jetzt natürlich immer oben. Und ich denke, das war jetzt das Einführungstutorial. Wir haben, glaube ich, alles ein bisschen gelernt, was das so soll. Event. Guten Abend. Nein, mein Name ist Vlad Romanescu. Ich übernachte hier und habe ein paar bescheidene Anforderungen. Ich brauche Stille. Wenn ich gestört werde, kann ich ziemlich heißblütig werden. Meine Augen sind äußerst lichtempfindlich, deshalb brauche ich dunkle Vorhänge und entfernen Sie bitte alle Spiegel. Geh zu Zimmer 103. Haben wir denn Zimmer 103 saniert? 101, 102, 103. Nee, ist ja Katastrophe hier. Ah, das ist jetzt die nächste Aufgabe. Wir sollen das für den Gast vorbereiten, damit er hier übernachten kann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir da haben. Das wird sich noch zeigen. Aber, ja, ich denke, das ist unsere Aufgabe für die nächste Folge. Das war von der ersten Folge von Hotel Renovator. Wir haben ein Zimmer geschafft. Und, ja, für mich ist es nicht unbedingt der Design-Aspekt des Games, der mich so... das Spiel spielen lässt, sage ich mal, sondern eher der Tycoon-Management-Simulationsaspekt. Sag's mal so. Ich würde sagen, das war's von der ersten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Ciao!